Welcome to Udaipur. So, wer sind Sie, was machen wir und wo sind wir? Ich bin die Melinda, bin 31 Jahre alt und... Nein. Also, wir sind jetzt im City Palace in Udaipur und unser Host quasi von Airbnb, der arbeitet hier. Deswegen hat er uns heute Morgen mitgenommen. Wir können uns jetzt dieses schöne Anwesen angucken. Das hier hinter mir ist ein Käfig, mit dem früher Tiger oder Panther gefangen wurden und die wurden da auch eben festgehalten. Und man hat hier in dem Palast Tiger gehalten, für welche Zwecke auch immer. Und wie ihr sehen könnt, ist hier richtig viel Platz. Wahrscheinlich haben sie dann hier ja, Spaß mit den Tigern gehabt. Was haben sie wohl gemacht mit den Tigern, Schatz? Melly meint, die hätten mit den Tigern gekämpft. Nein, die haben sie halt so als Waffe gereicht an die fremden Leutlein. Als Kriegswaffe vielleicht benutzt. Auf jeden Fall haben sie hier in Indien noch einige tausend Tiger, aber die sind schon vom Aussterben bedroht. Heute wird das natürlich nicht mehr gemacht. Ja, wenn wir gleich dabei sind, also ich finde, die Inder, die fragen immer so lieb nach Fotos und wir fotografieren und filmen auch alles und jeden, kann man eigentlich nur Ja sagen. Also ein Nein kommt uns dann nicht über die Lippen. Das ist ja auch ganz lieb. Wahrscheinlich einer der schönsten Orte in Indien. Zumindest einer der schönsten, den wir bis jetzt gesehen haben, ne Melly? Yes. Wir haben jetzt Eintritt bezahlt, 300 Rupien pro Person, was ungefähr 3-4 Euro sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
wie ihr hier gerade gesehen habt. Das ist eine krasse Kulisse. Grase Kulisse. Ich rechne die aus. 300 sind 3,70 Euro. Ja, da habt ihr es. Schwarz auf weiß. 3,70 pro Person. Und irgendwie haben wir auch das Gefühl, dass hier die Inder ein bisschen anders sind. Oh, man sieht uns ja gar nicht. So. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass hier die Inder auch ein bisschen anders sind. Ja, also die sind halt schon wohlhabender und ja, die lassen halt einen so ein bisschen mehr in Ruhe. Ich meine, klar, ich verstehe, wenn man halt arm ist, aber die armen Leute haben so einen anderen, ich kann es nicht erklären. Vielleicht finde ich irgendwann nochmal bessere Worte, um euch das mal zu erklären. Ja, ist schwer, das zu erklären. Das muss man, glaube ich, einfach erleben. Gefahren. Also Pushka ist echt eine Empfehlung wert, da solltet ihr auf jeden Fall hingehen und es nicht verpassen. Also liebe Silvana, wenn du das siehst, viel Spaß in Pushka. Und hier eine Nachricht an meinen Papa, komm niemals nach Indien, Papa. Fleisch ist schwer zu ergattern, zu unserem Gute. Und alles, was fleischlos ist, ist richtig scharf. Genau, stimmt auch noch. Du stirbst hier, also lass es, geh nicht nach Indien. Ansonsten, das bleibt noch, die Familie zu grüßen. Liebe Grüße nach Deutschland von uns. Wir bleiben jetzt doch länger in Indien. Nachdem wir erstmal abbrechen wollten, werden wir jetzt doch 5 Wochen insgesamt hier bleiben. Genau. Und jetzt sitzen wir hier oben, schön mit einer Aussicht und werden jetzt erstmal was zu essen bestellen. Wir haben klassische indische Pizza bestellt und klassische indische Pasta. Nee, gar nicht. Wir haben so Bock auf italienisches Essen. Heute machen wir einen Ausflug nach Italien. Ja. Weil wir, Udaipur wird ja auch als das Venedig Indiens bezeichnet. Da kannst du die schönen Boote sehen. Es ist aber die indische Version. Es ist die indische Version davon. Guck mal da. Da. Da fährt einer. Ja. Voll unscharf, aber es ist ein Boot. Und das ist ganz cool hier. Unsere Unterkunft ist ein bisschen zu teuer. Und zu wenig Privatsphäre. Aber es liegt an uns, das haben wir halt nicht gewusst. Es ist halt wirklich so, Airbnb ist das erste Mal Airbnb. Und irgendwie, ja, sind das so 2 ältere Leute, die super lieb sind, aber die wollen sich halt auch sehr viel mit uns unterhalten. Man hat auch keinen Schlüssel für den Eingang und auch nicht fürs Zimmer. Man ist so ein bisschen auch dann, keine Ahnung, wie später. Die lassen die Tür zwar offen und du kannst auch später rein, aber es fühlt sich dann immer doch so ein bisschen. Ja. Die sind halt immer da und ist ja eigentlich auch cool, also einerseits cool, damit man das auch mal ein bisschen mitkriegt, wirklich mit den Einheimischen zusammen zu wohnen, weil die halt schon relativ wohlhabend sind. Super reich. Also die sind schon eher reich. Das halbe Haus ist voll mit Marmor verkleidet. Ja, deswegen, das ist halt jetzt die reiche Variante. Das ist wie bezahltes Couchsurfen. Couchsurfing bei reichen Indern. Super reichen Indern. So kann man das sehen. So reich, so viel Geld werden wir bei dem Leben nie verdienen. Na und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Zugucken. Und falls wir es noch nicht gesagt haben, abonniert unseren Kanal. Lasst einen Daumen da. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuguckt. Und supportet. Wenn ihr irgendwelche Infos über Indien braucht, dann lasst es uns wissen. Schreibt in die Kommentare. Ja.